Liebe Gemeinde, willkommen zurück bei Dragon Age 2. Diesmal nicht in unserem Anwesen, sondern hier unten in der Dunkelstadt. Und wir haben Anders jetzt in seine Emo-Phase gebracht, wie es aussieht. Was gehen wir jetzt an? Wahrscheinlich werden wir wieder Post haben. Dem Spuk wollen wir vielleicht mal nachgehen. Ich würde sagen, wir gehen zuerst dem Spuk nach und danach gehen wir zum Gamlins größten Schatz, in den Kränenmord kümmern. Gehen drei Templer in eine Taverne. Jetzt nicht, Varric. Geht's euch nicht gut, Blondschopf? Ihr seid auch sonst immer in Stimmung für Templerwitze. Anders. Wir haben mit Fenris schon genug Edgelot in der Gruppe. Warum musst du noch was drauflegen? Wieso können wir da noch rein? Ich gehe da aus dem puren Prinzip rein, dass ich vermute, dass es vielleicht eine der avirgischen Schriftrollen sein könnte. Deswegen gehen wir einmal kurz durch, aber es sieht nicht danach aus. Hier ist auch nichts eingezeichnet. Nein, hier liegt nichts mehr, absolut gar nichts mehr. Es wurde natürlich schon nicht aufgeräumt. Aber wir sind auch in der Kanalisation, also was wollen wir erwarten? Gut, wir haben natürlich wieder Post. Wir gehen aber zuallererst in die Oberstadt bei Nacht. Wir haben Aufträge zu erfüllen. Bevor wir uns schon wieder in diesen komischen Sog prügeln lassen. Durch Templer und Magier, die einfach alle zu blöd sind, um aus dem Bus zu winken. Und sich einfach hinzusetzen und zu reden wie Erwachsene. So, speichern. Rein da. Ah, eine zerrissene Hose und ein bisschen Kleingeld. Hört auf damit. Warum liegt hier... Ist ja unglaublich. Unhygienisch. Hey, ist das etwa Musik? Wo kommt sie her? Ich höre überhaupt nichts. Nein, hier ist keine Musik, Varric. Krieg dich ein. Das Ganze missfällt mir von Minute zu Minute mehr. Findest du? Daraus wird nichts. Nicht möglich. Elektrisches Schloss. Der Käufer hat wohl keine Scherze gemacht. Schwebende Keramik. Muss man Riffes kommen. Lass das. Ich finde solche Gänge immer... Welche Stimme? Spätestens jetzt, Hawk, müsstest du eigentlich begreifen, dass Dinge ganz hart nach hinten losgehen. Das kann ich nicht. Unmöglich. Ich kann sie kaum hören. Ich wünschte, ich könnte die Worte verstehen. Ich glaube, du wünschst nicht, dass du die Worte verstehen könntest. Ich glaube nicht, dass ich das kann. Hawk, glaub an dich selbst. Daraus wird nichts. In etwa 10 Sekunden werde ich einfach alles in meinem Sichtfeld vernichten. Verdammt nochmal, Ikea! Warum? Ist es, weil ich diese eine Mutter vergessen habe? Das kann ich nicht. Was kannst du? Seht euch das an. Der ganze Plunder meines Bruders ist hier. Warum? Ihr wisst es vielleicht nicht, aber Bartrand war ziemlich sentimental. Das hier stammt aus unserem Anwesen in Orsam. Warum habt ihr es nicht mitgenommen? Als ich 7 war, habe ich einen der Teller unserer Mutter fallen lassen. Mein Bruder hat mich darauf hinein
Das war die Arbeit der Kunsthandwerker des Hauses Saldras. Der Tod stammte aus dem Aedros-Atuna-Fluss, der niemals die Sonne gesehen hat. Das erfindet ihr doch. Ihr könnt doch unmöglich denselben Bartrand meinen, den ich kennengelernt habe. Ich schwöre es beim Erbauer. Er hatte Tränen in den Augen. Ich hätte auch nie gedacht, dass das möglich ist. Für ihn stand dieser dämliche Teller für die gesamte Stadt Orsama. Ja. Warum habt ihr es nicht ausgeräumt, als du das Haus verkauft hast? Erstmal ausrauben. Ein Runenstab. Was geht hier vor? Der Schleier kann unmöglich so weit zerrissen worden sein. Das wird nicht durch irgendein beliebiges Artefakt hervorgerufen. Der Götze ist immer noch im Haus, Hawk. So muss es sein. Verdammter Götze. Oh, danke, wie freundlich. Was ein Gentleman. Hier ist nichts. Ich glaube nicht, dass ich das kann. Nein, wir müssen den ganzen Weg zurück, dieses Spukhaus. Sehr höflich. Ich finde nicht, dass du diesen Geist bannen sollte. Er scheint sehr viel sauber machen zu wollen. Oh, okay. Bannt den Geist. Bannt den beschissenen Geist. Er mordet alles, was er mit zu tun hat. Er hat uns Keramik ins Gesicht geworfen. Jetzt versuch dich uns zu beeindrucken, du nutzloser Dämon. Können wir nicht die Ghostbusters rufen? Sollen die das doch machen? Na gut, dann. Durch. Aus Prinzip will ich die Tür geöffnet wissen. Varric, habt ihr das vorhin gehört? Nein. Gut, dann verliere ich nicht den Verstand. Ich frag gar nicht erst. Das heißt, das Spiel hat automatisch gespeichert. Durch welche dieser Türen dürfen wir jetzt gehen, ohne dass wir in eine Cutscene geraten? Ich mache noch einen Autosave. Einen Quicksave. Das kann ich nicht. Okay, die ist verschlossen. Die ist erlaubt. Okay. Hochwertiger Helm, Onyx-Bruchstück. Nett. Muss ich ein paar Erfahrungspunkte fürs Öffnen? Klopf, klopf. Seid ihr real? Ihr müsst hier raus, bevor es zurückkommt. Wo ist der Götze? Welcher Götze? Verschwendet meine Zeit nicht mit euren Lügen. Sagt mir, wo er ist. Was? Ich wollte zwar auch nicht zum Essen bleiben, aber ich glaube, die paar Minuten, um sie ausreden zu lassen, haben wir. Sie verbirgt etwas, Hawk. Lügt mich nicht an. Ich weiß, dass er hier ist. Ihr müsst ihn gefunden haben. Ich schwöre, ich weiß nichts über einen Götzen. Bitte. Varric, geht's dir gut? Herr Bauer, nein, es fängt wieder an. Oh. Nicht gut. Spuk. Besiege den Felsgeist. Ätherischer Golem. Puls checken. Ja, die ist hin. Jetzt müssen wir uns in eine gute Position bringen, damit wir alle überhaupt arbeiten können. Vergiss das mal. So, jetzt. Jetzt können wir arbeiten, denke ich. Mal des Todes. Rachefeldzug. Natürlich teleportierst du dich nicht. Meuchelmord. Zurück, 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 zurück. Aua. Okay, du wirst nicht in ihrer Zeit in den Kampf geraten. Was? Nahkampf geraten, also Heilung.
Anders, ich sagte, du wirst nicht in ihrer Zeit in den Nahkampf geraten. Bitte straf mich nicht lügen. Geh da hoch. Und der andere ist tot. Exakte Schläge. Ich glaube, wir kriegen das ohne Heiler hin, wenn er wirklich gut genug tanken kann. Oh, anders dürfen wir aufstehen. Wie liebenswert. Ich glaube, wir brauchen eine Elfenwurzel. Dieser Golem macht komische Sachen. Wir hatten sich ganz genau genug Verschnaufpause, damit anders wieder aufstehen konnte. Das ist schön. Okay, wenn wir was davon beseitigen, kommt er zurück zum Golem. Ah, Gott, damit Keramik! Nein, 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 Varric, mach den hier. Weg da. Den hier. Mal des Todes. Tante Keramik! Hau das Mal des Todes drauf. Felsen! Dahin. Aua! Rachefeldzug. Hinterhältiger. Der Schell. Okay, der Schelle weiche ich nicht aus. Anders, hast du eine Heilung drauf? Wer ist mit jetzt? Gar nicht schlecht. Okay. Gut, weiter geht's. Ich muss es zu Ende bringen. Well, kannst du was? Nein, kannst du nicht. Anders. Mach einen Geistschlag. Und geh in die Wunde der Heilung über. Wir brauchen deine zusätzliche Lebensregeneration gerade eher. Weil soll ein bisschen geheilt werden. Der Golem sieht rot aus. Ich glaube, er ist wütend. Da haben wir ihn wütend gemacht. Haltet alle ein bisschen Abstand und teilt euch ein bisschen auf. Ihr wollt nicht alle da stehen, wo der unterwegs ist. Hier ist besser. Da. Evelyn kann immer drauf. Wir kassieren wieder eine Schelle. Anders kann auch keine Gruppenheilung machen. Nein. Lass Anders in Frieden. Darüber. Okay, den kannst du vergessen. Mach den ja. Wie viel brauchst du noch? 50. Wie viel hast du? Okay, gleich müsstest du wieder. Jetzt Gruppenheilung. Mal des Todes. Den hier. Varric, du bist ziemlich gefickt, also mach mal ein Ausweichen. Wir haben keine Ausdauer mehr. Hörst du auf, uns mit Tonwaren zu bewerfen, du Arschloch? Aua! Okay, hör nicht auf, von mir aus. Tu, was du für richtig hältst. Ach, anders hat uns geheilt. Wie liebenswert. Hinterhältiger. So, den Rest arbeiten wir vorunter.
ein Stück von dem Götzen. Ich hätte wissen müssen, dass Bartrand mich belügt. Natürlich hat er ein Stück der Statue für sich behalten. Stellt euch vor, was wir damit tun könnten. Was? Ich weiß ja nicht, wie ihr das seht, Varric, aber ich will nicht wie Bartrand enden. Ich bin nicht mein Bruder, Hawk. Der Götze hat ihn in den Wahnsinn getrieben, aber das hier ist nur ein winziges Stück. Ich brauche dieses Ding. Das alles hat mich 6 Jahre meines Lebens gekostet. Und schon ist es wieder soweit. Seit dieses Ding zerbrochen ist, scheint seine Magie noch stärker geworden zu sein. Das Bruchstück ist meine einzige Hoffnung, Bartrand heilen zu können. Es ist meine einzige Chance, irgendetwas von dem hier wieder gut zu machen. Werde das los. Varric, wenn ihr das Ding behaltet, werdet ihr wahnsinnig und ich muss euch töten. Das würde Bianca das Herz brechen. Ihr hört mir einfach nicht zu, Hawk. Ich weiß, dass ich dieses Bruchstück kontrollieren kann. Bestimmt. Dass ihr euch wie ein Wahnsinniger aufführt, ist nicht unbedingt ein überzeugendes Argument dafür, dieses verfluchte Ding zu behalten. Na schön. Ich habe ohnehin keine Lust, mich deshalb mit euch zu streiten. Nehmt das Ding, es ist jetzt euer Problem. Vielleicht kann euch ja der Verzauberung, Junge, helfen, es loszuwerden. Es war die richtige Entscheidung, Hawk. Ihr habt ihm damit großes Leid erspart. Gehen wir. Ich brauche dringend frische Luft. Alle steigen auf! Hurra! Attribute. Wir könnten uns mehr Ausdauer geben, wir könnten uns geschickter machen. Was sagt unsere Verteidigung aktuell gerade? Gegen normale Gegner sind wir aktuell gecapped. So würden wir 59% Chance haben, Angriffen zu entgehen gegen gegnerische Bosse. Und gegen Leutnants haben wir dann auch fast 80%. Das hört natürlich einfach unsere rohe Angriffsfähigkeit. Aktuell schlagen wir 9% aller Fälle neben und natürlich ein bisschen mehr Schaden pro Sekunde. Jetzt was nehmen die Klugheit. Nach aktuellem Stand haben wir bei der Verteidigung 70% gegen Leutnants. Ja komm, ich möchte, dass wir gegen Bosse extrem viel aushalten können. Also ein bisschen mehr Klugheit. Fähigkeitenpunkt. Wir haben da noch was. Wir könnten hier die Sache noch ein bisschen verbessern, aber ich glaube, dass wir den fast schon versucht umzuskillen und die Sachen hier rauszunehmen. Und der Rachefeldzug ist einfach zu gut. Ansonsten könnten wir mal theoretisch diese Sachen mit reinnehmen, aber wir arbeiten mit unserem Schurken praktisch gar nicht über Tarnung. Wir arbeiten mehr als wahnsinniger Nahkämpfer mittendrin. Auch wenn ich glaube, dass ich ausweichen schon gerne hätte. Oder wir nehmen Zerfleischen. Das wollten wir schon die ganze Zeit haben. Du brauchst Willenskraft. Zu schwach. Du machst zu wenig. Weniger Bedrohung ist, glaube ich, ganz gut. Atem des Chamäleons. Was lassen wir Varric noch lernen? Was ist das? Ja, da nie angegriffen werden soll, ist das eigentlich immer aktiv, denke ich. Mehr Stärke, mehr Konstitution, mehr Willenskraft. Was wollen wir sonst für sie? Das ist voll. Das könnten wir geben, aber sie soll diese offensiven Fähigkeiten ohnehin praktisch nie benutzen. Mehr Bedrohung ist ganz gut für sie. Willenskraft, Magie, Konstitution. Zusätzliche 45%. Oh, das sind 100% Schadensresistenz für 6 Sekunden. Ist gut. Zermalmendes Gefängnis. Schließt und zieht in einem instabilen Käfig aus telekinischer Kraft ein, diesem kurz die enormen Schaden zufügt. Hm.
Ja. Der Punkt, der Umstand, wenn wir tatsächlich die ganze... Ganz kurz. Wenn wir die ganze Gruppe tatsächlich einfach mal ganz kurz sichern können, mithilfe des Arkanen-Schildes, dann ist das sehr gut. Wie viel Ausdauer ist das? 20% des Manas. Bis wir das aufgewertet haben, braucht er erstmal nicht großartig aufgewertet werden. Also großartig benutzt werden. Aber sobald wir das nutzen können, dann wird es wichtig, denke ich. Ah, es ist ein Tag geworden. Gibt es da hinten irgendwas? Nein. Bring zu Sandal, ja, klar. Gamlins größten Schatz wollen wir angehen. Wisst ihr was, wir gehen zuerst mal in unser Anwesen. Oder nee, wir gehen zuerst mal bei Fenris ins Anwesen, stellen unsere Gruppe da um. Gut, weitermachen. Nee, wir gehen von Fenris Anwesen, ganz gewiefterweise. Zurück in unser Anwesen. Und so funktioniert das dann. Können wir Sandal Bescheid geben. Reisen erfolgreich verlaufen. Und wir lesen trotzdem einfach den Brief. Schreibtisch wartet ein weiterer Brief auf euch. Aber lasst euch ruhig Zeit. Aha, Sandal! Könnt ihr das hier vielleicht bearbeiten, Sandal? Ist das Lyrium? Etwas derartiges habe ich noch nie zuvor gesehen. Es ist gefährlich. Varric dachte, Sandal könnte es vielleicht vernichten. Ich bin mir sicher, mein Junge weiß etwas Besseres damit anzufangen. Der Blick. Verzauberung. Urtümliche Lyrium-Rune. Die Angriffsgeschwindigkeit erhöht. Request in Jahrestag. Mit Varric reden. Mit Varric. Runen, das erinnert mich an etwas. Verzauberung. Wir tragen aktuell dieses Teil und dieses Teil. Denn wir können... 23% Angriffsgeschwindigkeit. Das müssen wir definitiv auf den besten Dolch tun, den wir kriegen können. Das heißt, wir warten noch ein bisschen, bevor wir es auf die abgefeimte Klinge setzen. Ich kann das für euch machen. Runen bestellen. Wir nehmen eine Rune der Verheerung. Erhöhte kritische Trefferchance ist nicht schlecht. Was ist Rüstung? Ah, nehmen wir Blitz. Blitz ist toll. ...6% Schaden. Das ist ziemlich gut. Plus 9 Elektrizitätsschaden. Sieht mit Rüstung aus. Die Dinger können wir aufwerten. Das sollten wir machen. Wir brauchen so 4 Rüstungsrunden, würde ich sagen. Wir sind sonst irgendwelche vernünftigeren... Verteidigung erhöht. Okay, so. Plus 72 Verteidigung. Ich kann das für euch machen. So, jetzt muss ich schauen. Wie hoch sind unsere Wahrscheinlichkeiten, jetzt Angriffen zu entgehen? Verteidigung 80% wird hier gerade gesagt. Natürlich, aber das ist in den meisten Fällen so.
Wie befindet sie sich jetzt gerade aktuell für alles Mögliche? 80 gegen Leutnant, 62 gegen gegnerischen Boss. Rüstung. Und das ist, wie viel Schaden sozusagen abgeblockt wird. Aber es treffen uns sowieso ohnehin nur 20% von so ziemlich normalen Gegnern. Und vom Bossen ohnehin weniger als die Hälfte. Das ist eine gute Sache. Kritische Trefferchance ist 61%. Haben wir für unsere Gefährten irgendwelche Sachen? Rurik kann zum Beispiel was kriegen. Rurik, Fenris. Ich kann das für euch machen. Tun wir Verteidigung drauf oder tun wir da. Ich glaube, wir tun Rüstung für beide. Einfach damit die mehr aushalten. Ich kann das für euch machen. Ja, mach mal. Lesen wir den komischen Brief. Was soll das? Oh Gott, das sind viele Briefe. König Alistair. Wird der Champion treffen bitten der Feste König Alistair von Ferelden.